Hey Leute, im letzten Handstand-Teil-Bedrehung-Tutorial haben mich einige gefragt, wie ich es denn schaffe, so lange im Handstand zu stehen. Und heute gebe ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr das auch schaffen könnt. Und los geht's! So, der erste Tipp ist ganz einfach und zwar ist das Ganze Übung. Übung macht den Meister, daran führt kein Weg vorbei und deshalb übt, übt, übt und nochmal üben. Aber jetzt gibt es noch ein paar Tipps, wie ihr das Ganze effektiver gestalten könnt. Und zwar ist der erste Tipp, ihr braucht eine super Spannung und vor allem Mittelkörperspannung. Dazu eignet sich prima zum Beispiel das Schiffchen. Mit dem trainiert ihr vor allem Bauch- und Rückenmuskulatur und das ist beim Handstand sehr wichtig. Bei der Übung ist auch nur wichtig, dass ihr den Rücken komplett am Boden drückt. Und das gleiche müsst ihr auch beim Handstand beachten. Natürlich müsst ihr auch die seitliche Bauchmuskulatur trainieren. Das könnt ihr auch mit dem Schiffchen trainieren, und zwar mit den seitlichen Schiffchen. Das ist auch noch sehr wichtig für den Handstand. So, kommen wir nun zur Haltung. Und zwar gibt es da mehrere Tipps. Den ersten habe ich schon ein paar Mal erwähnt, und zwar ist es die Kralle. Formt eure Hand wie so einen Tunnel und krallt euch in den Boden rein. So habt ihr die Möglichkeit, die Finger in den Boden zu drücken und euch so mehr zu stabilisieren. Zudem müsst ihr schauen, dass ihr eure Hüfte vordreht. Wenn ihr das nicht macht, kommt ihr nämlich leicht ins Hohlkreuz. Das passiert mir auch noch oft, da muss man einfach dran denken. Hüfte vordrehen, ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Also, mal stehen die meisten so etwas im Hohlkreuz, aber Hüfte einfach so etwas vordrehen, Bauch und Po anspannen und dann solltet ihr viel stabiler sein. Also, Hüfte ist jetzt normal, Hüfte leicht vordrehen. So, genau, dann wackelt ihr auch weniger im Mittelkörper und dann ist der Handstand auch vielleicht viel stabiler. So, nächster Tipp für die Hände, dreht die Hände leicht nach außen, so habt ihr mehr Stabilität und ist außerdem besser für die Handgelenke. Drückt euch außerdem so weit es geht aus den Schultern raus bzw. nach oben. Fokussieren ist auch noch ganz wichtig, weil so können die Augen mithelfen, die Balance zu halten. Sucht euch dazu einen Punkt, der ungefähr 10 bis 20 cm von euch entfernt ist und schaut diesen die ganze Zeit an. Genau, der letzte Tipp ist, dass ihr euch Ziele setzen sollt. Und ihr sollt euch nicht Ziele setzen, die ihr locker erreicht, sondern schon etwas höher gesehen. Wenn ihr jetzt einen Handstand ungefähr 5 Sekunden schafft, dann solltet ihr euch mindestens ein Ziel von 10 Sekunden setzen, weil wenn ihr zum Beispiel euch das Ziel 5 Sekunden setzt und ihr habt die 5 Sekunden geschafft, dann hört ihr dann vielleicht schon auf, weil ihr denkt, ja, ihr habt euer Ziel geschafft. Wenn ihr das Ziel aber 10 Sekunden setzt und dann zum Beispiel 8 Sekunden schafft, dann habt ihr zwar nicht das Ziel erreicht, aber ihr habt trotzdem mehr geschafft, als wie wenn ihr nur den Handstand dann 5 Sekunden macht. Und deshalb große Ziele setzen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 hours later. 1398, 1399, 1400. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt in die Kommentare ein paar Tipps, wie ihr anderen helft, den Handstand länger zu stehen. Vielleicht kennt ihr ja noch ein paar mehr. Oder ihr sagt, ja, das Video war gut genug, dann gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch wieder. Haut rein, bis dahin. Ciao.